Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Transocean mit der Transtube. So, wir sind hier in Reykjavik und haben, erstmal tanken müssen wir. Erstmal müssen wir tanken, richtig viel. Das wird richtig teuer. So, die Frage ist, wo machen wir jetzt mehr Kohle? Nach Algerien würde ich Textilien nehmen. Komm, dann nehmen wir die aus, wählen wir die. So, dann müssen wir mal gucken. Algerien war doch irgendwo. Ganz hier unten irgendwo, ne? Algerien, da ist es. Da will ich doch wieder nicht hin. Mann, wo ist mein Schiff jetzt? Also, wir müssen runter nach Algerien. Ja. Also, Algerien ist da. 14 Tage. Schaffen wir das? 25 Tage haben wir Zeit. Können wir sogar noch ein bisschen den Speed runterdrehen, oder? Schaffen wir es denn immer noch? Auftragsliste. 18 Tage schaffen wir immer noch. Wunderbar, dann legen wir ab. Und machen uns unten nach Algerien. Hier ist Lissabon. Die Werft von Rotterdam hat neue Schiffsangebote. Ich weiß, aber die kaufen wir uns noch nicht, weil wir jetzt derzeit noch keine Kohle haben. Wir wollen erst die eine Tussi da auslösen, ne? So, wir sind denn da. Und jetzt mit dem Schipper da rein. Sehr günstig, ich weiß, zum Hafen. Deswegen werden wir nämlich hier auch den Pott richtig voll machen. Richtig voll machen. So, wir werden auch mal reparieren hier in Algerien. Dauert 4 Tage reparieren. Und lassen die Zeit mal laufen derweil, denn. So, stopp. Also, das heißt, wir können in unsere Auftragsliste schauen. So, was haben wir denn alles hier? Port Said. Wir können wieder hoch nach Reykjavik. Ich würde ja gerne Terminfracht fahren. Hamburg würden wir schaffen. Aber das nutzt mir nichts. Ich gehe zurück und sage, ich lade für Port Said. Ist da unten mal. Dann gucken wir uns das einfach mal an. Warum nicht? Komm, wir laden das einfach mal und dann fahren wir mal leer nach Port Said. Sei es drum. So, wir sind beladen, Port Said, Abmarsch und Ablegen. Wobei, das lohnt sich eigentlich gar nicht. 100.000 fürs Ablegen, 100.000 fürs Anlegen sind 200.000. Plus den Treibstoff. Ja, wenn wir vielleicht 80.000 jetzt an der Tour Gewinn machen, dann wird das viel sein. Ja, nimm dir die scheiß 1,4 Millionen. So, komm. Es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ja, ich weiß. Die zieht uns wieder die Kohle ab. Aber die holen uns gleich wieder die Kohle. Da habe ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet, da das jetzt fertig geworden ist. Port Said sehr günstig. Das heißt, wir tanken hier auf. Reparieren brauchen wir nicht. Wir schauen allerdings hier mal jetzt auf Dublin. Raubkopieren, ach du Scheiße. Gibt allerdings 2 Millionen. Die Frage ist, riskieren wir das oder riskieren wir das nicht? Haben wir sonst noch was für Dublin? Tja, das ist die Frage. Riskieren wir das oder riskieren wir das nicht? Wisst ihr was, wir riskieren das. Wir laden für Dublin. Ich habe für Spanien habe ich geladen oder was? Nee. Wo habe ich denn jetzt geladen? Für Dublin doch, ne? Genau. So, wir sollten es schaffen. Dublin. Wo war Dublin? Da ist Dublin. Und Abmarsch.
Ich hoffe nicht, dass wir kontrolliert werden, weil wir haben jetzt Schmuggelware an Bord, meine Freunde. Und wenn wir jetzt transportiert werden, dann sind wir im Arsch. Also dann kriegen wir richtig Strafe. Drückt uns die Daumen. Wir halten uns jetzt schön an die Geschwindigkeit alles. Und ich hoffe nicht, dass die Polizei an Bord kommt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir sind das Risiko und das Wagnis eingegangen. Mit dem Schlepper am Hafen und ihr seht, wir sind wieder direkt bei 7 Millionen. Da lässt sich doch mit leben, aber dafür haben wir keinen Sprit mehr. Wir sollten Sprit tanken. Was kostet hier der Sprit? 705 ist arg teuer, aber was soll's, wir brauchen die Scheiße. Für die 300 werden wir jetzt nicht großartig rechnen. So, wir schauen, was wir haben. Da haben wir gar nichts. Da haben wir echt gar nichts. Dann würde ich sagen, fahre ich nach Stockholm zurück. Wobei Felixstone war ich auch noch nicht, ne? Und da bräuchte ich auch nicht so viel diese verballern. Dann fahre ich mal nach Felixstone, krieg aber nicht so viel Geld, als würde ich jetzt nach Stockholm fahren. Ist aber auch Terminfracht. Wo ist Felixstone? Da ist Felixstone. Komm, das machen wir. Wir fahren nach Felixstone. Wir sind nicht richtig beladen, aber nichtsdestotrotz. Felixstone ablegen und Abmarsch. So, Wern und Firma freikaufen. So. Also, wir haben jetzt... die Musik hört sich immer schlecht an. Wieso Konventionalstrafe mussten wir jetzt bezahlen? Was soll der Rotz? Schlepperkosten 200.000, ich werde verrückt. 35.000 haben wir für diese scheiß Fahrt gemacht. Tja. So kann es gehen. Einmal falsch kalkuliert. Ey, wir brauchen mehr Transporte, Mann. So, lass mich mal eben gucken. Also, hier würden wir... Das heißt, wenn ich zuerst nach Hamburg fahre und dann nach Stockholm weiter... Das mache ich jetzt auch mal. Hamburg und dann fahre ich nach Stockholm weiter. Und was wäre da noch? St. Petersburg, warte mal. Ich muss aber ein bisschen Zeit rausholen. So. Zack, damit wir jetzt nicht schon wieder eine Strafe bekommen, werden wir das jetzt so machen. So, wir werden erst Hamburger Hafen anlegen. Ich weiß, mit dem Schlepper 100.000 kostet wieder. Zum Hafen. Ich würde gerne hier zuladen. Und zwar haben wir ja noch Fracht drauf für Stockholm. Und ich habe hier natürlich wieder gar nichts für Stockholm. Das ist doch so scheiße. Warum habe ich hier nichts für Stockholm? Was soll denn das? Ja, dann fahren wir hier aber wieder weg, ohne zu laden. Und sagt dann bitte wieder ablegen. Nach Stockholm muss ich. Ablegen. Das war ein Satz mit X. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da letztendlich... So, 147.000. Also wir krebsen hier unten wirklich rum. Die ganzen Aufträge sollten schon alles Geld eingebracht haben. Arbeiten Sie weiter auf ein zweites Schiff hin, um die Einnahmen zu vervierfachen. Momentan verkaufen uns alle Werften eh nur weitere Federer, aber es gibt erheblich bessere, als die Sie im Moment haben. Okay, also ich soll jetzt hier sozusagen, Sie können sich also überzeugen, ob Sie das zweite Schiff finanzieren oder bei Kraft erwerben wollen. Achten Sie nur darauf, dass Ihnen Kreditrahmen nicht über den Kopf wächst.
Nein, ich möchte ich nicht wissen. Also wir wissen, wir können uns aus mit Kredite. Ich würde sagen, wir machen auch an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye-bye.